24 Stunden am Tag. 365 Tage im Jahr. Die neuesten Schlager und Volksmusik-Hits. Immer zuerst auf Radio VHR. Das Radio für deine Musik. www.radio-vhr.de. Schau, mal gucken. Ja, ich meine, was wir gemacht haben, wir sind ja gerade aus dem Studio gekommen und haben mit der Lena den ersten Song, also eigentlich haben wir zwei gemacht, einen alten Titel von uns, neu Ein Weg zu weit, den haben wir neu gemacht und einen brandneuen Song und darum automatisch, so heißt nämlich der Song auch, können wir leider heute noch nicht spielen, weil kommt erste, also ist zwar jetzt fertig, aber wird dann im Schätzung, also kurz vorm Sommer. Ja, veröffentlicht. Okay. Im Moment läuft der noch kommerziell mir, gerade als Single. Ja, und dann sind wir jetzt ganz fleißig dabei, ein neues Album zu machen. Ja, ganz neu. Ja, ich habe 12 neue Songs. Ich habe im Moment echt, seit ich Lena kenne, habe ich einen Lauf. Also, ich komme im Moment gar nicht mehr raus, weil mir fällt im Moment jeden Tag ein neuer Titel ein. Das ist echt cool, der Wahnsinn. Oder? Nee, hätte ich auch nie gedacht, dass das so viel ausmacht. Ja? Also, dass diese ganze Energie, die da im Moment drin steckt, die kanalisiert sich in die Komposition, in andere Geschichten. Also im Moment rufen auch wahnsinnig viele Leute an, kannst du mal, mach mal, tu mal. Ich muss jetzt im Moment auch echt sagen, jetzt muss ich mal gerade eine kleine Pause machen und mich auf gewisse Sachen irgendwie konzentrieren. Das ist der Hammer, ne? Ja, also wenn man sieht, so die Motivation ist da durch einen Zusammenhalt und durch eine Harmonie, das finde ich schön. Ja, das, ganz ehrlich, das habe ich nicht mehr gekannt. Also das wurde mir auch dann erst bewusst, als wir dann so jetzt unterwegs waren zu dritt, wie viel Spaß das eigentlich macht, wieder unterwegs zu sein. Also das ist unfassbar. Also jeder Tag ist irgendwo, ja, wir hängen dann noch bis nachts irgendwo, trinken noch ein Bierchen zusammen. So was haben wir zuletzt gar nicht mehr gemacht. Ja. Und Lena war zwischendurch noch mal einmal alleine unterwegs. Und dann kam direkt nach dem Auftritt eine SMS, ich habe euch so vermisst. Ja, das war echt so ein Blitz. Blöd, ohne euch. War letzten Samstag, ne? Ja, letzten Samstag hatte ich, das war geil. War ich noch mal solo gebucht. Das ist halt, ist jetzt ineinander übergegangen. Und das hat auch gepasst terminlich. Und ja, dann stand ich vor der Bühne und der sagte zu mir, ja, 5 Minuten noch. Und ich denke, das ist irgendwie kacke. Wirklich, es war wirklich, sie haben gefehlt. Ich habe mich so richtig blöd gefühlt, ehrlich. Das war, ich habe echt gedacht, kannst du deine Texte überhaupt noch? Ne, 20 neue Songs im Kopf. Klar. Und jetzt 20 Termine gehabt, nur noch Wind gemacht und überhaupt nicht mehr irgendwie das Soloprojekt in Augenschein genommen, gar nichts. Und dann stehst du da und musst dann irgendwie da versuchen, alleine die Leute zu begeistern. Und das ist ja ein Kampf. Ja, Wind kennt jeder, aber wenn Lena Marie Engel alleine auf der Bühne steht, ist das immer ein Kampf gewesen. Mhm. Und da musste ich dann halt erstmal wieder mich so rantasten. Und das erste Lied habe ich echt gedacht, oh Gott, das wird nix. Das war wirklich so. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das war, ich wollte eigentlich, ich habe wirklich gedacht, das ist nichts mehr für mich. Das ist irgendwie, ich bin in einer Band groß geworden, immer mit vielen Leuten unterwegs gewesen. Und dann hat man mich alleine auf die Bühne gestellt. Ich meine, man gewöhnt sich an alles, na klar. Aber es ist doch schöner, mit mehreren Leuten einfach auf der Bühne zu stehen und das gemeinsam zu teilen, diese Energie vom Publikum und alles. Also, ich habe ja deinen Kampf mitbekommen, so ein bisschen. Und vielleicht musstest du ja gerade diesen Weg gehen, um die Erfahrung zu machen, dass du für Wind dann richtig warst. Wer weiß, ja, kann sein. Ja. Meistens ist das ja alles durchs Schicksal irgendwo vorbestimmt. Also kann ich mir vorstellen, dass das so ist, weil sowas passiert eigentlich nicht einfach so. Nee. Na, das ist schon so eine Bestimmung. Das muss, weil sie ist auch ein absoluter Teamplayer. Mhm. Ja, und macht auch echt Spaß, mit dir zu arbeiten. Und es ist auch toll, wenn du auch wieder auch so eine Stimme wieder hast. So, ich meine, wir hatten damals ja mit der Natascha eine fantastische Stimme. Ja. Und als dann Natascha schwanger wurde und sich dann verabschiedete, das war schon irgendwo so ein Bruch auch. So, wo gehst du jetzt hin? Was kannst du jetzt noch machen? Wie produzierst du Wind? Und das ist mir dann auch jetzt bewusst geworden, so eine Stimme wieder zu haben. Das war schon toll. Ja. Da kommen dir dann wieder 1000 Ideen. Jetzt kannst du wieder das machen und das machen. Ja. Und ich kann lernen. Ganz. Ja. Aber wie ist es für dich? Super. Ja? Ja. Gibt es da keine Stutenbissigkeit? Ich kann es mir jetzt bei dir auch nicht vorstellen. Gar nicht. Ich meine, ich kenne dich jetzt nur. Wir ein paar sind eher Minuten. Männlich. Also wir haben immer früher nur mit Jungs abgehangen, haben wir festgestellt. Ja, wirklich. Also wir haben festgestellt, wir haben sehr viele Parallelen, die wirklich gleich stehen waren. Auch auf Autos. Okay, ich auch. Ich hatte auch keine Barbie.
Doch, die hat. Mit kurzen Haaren. Aber ich habe die abgeschnitten, habe ich dann aufgeregt, dass sie nicht nachwachsen. Nee, also war doof. Ich bin, ich habe früher viel Mannschaftssport gemacht. Ich kenne das auch nur so und ich bin auch echt jemand, der gerne im Team arbeitet. Und ich finde das einfach toll, wenn man gemeinsam irgendwas schafft. Und ich hatte auch so nie den Wunsch, mich alleine auf eine Bühne zu stellen, weil dazu sage ich auch ganz ehrlich, ist meine Stimme auch nicht so, dass ich sage, ich muss die solistisch irgendwo da präsentieren. Ich singe gerne und ich finde das toll, dabei zu sein. Und das ist irgendwo, aber du hast immer Stimmen, die gehen nach vorne, die sind solistisch einfach geil. Und du hast in der Gruppe Stimmen, die sind eher chormäßig geil. Und da gehe ich auch voll drin auf. Also ich finde das einfach toll, auch zweite Stimmen, dritte Stimmen zu machen. Das ist ja irgendwo auch so der Sound dieser Gruppe. Man denkt ja immer, naja das, gut, ja. Da muss halt jeder so glänzen können. Aber das wird halt oft auch nicht, ja, also im Gesamten wird's wahrgenommen, sag ich mal, dass der Sound an sich irgendwo geil ist. Aber es kommt ja auch irgendwo her. Und das kommt halt daher, dass es eben mehrere Stimmen sind. Also nicht nur. Das Schlimmste ist ja, wenn ich drei Stimmen habe, die gleichberechtigt sind. Die werden nie funktionieren. Nee. Die werden nicht das funktionieren. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis an der Sache. Und das finde ich total toll. Also wenn man dann auf der Bühne ist und man kann so das dazufügen, dass es dann irgendwo richtig geil klingt. Das finde ich super. Das habe ich in den 3 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, auch echt gelernt. Finde ich super toll. Und ich würde auch gar, also ich war total happy, das hat auch einfach stimmlich so geil gepasst, dass jetzt genau Lenas Stimme voll in dieses Konzept reinpasst. Und das war ja auch noch, ich meine, der Zufall ist alleine Zufall, ist ja auch toll. Unfassbar. Es gibt keine Zufall. Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, dass dieses Wind ja auch so eine eigene Welt und auch eine eigene Firma ist. Mhm. Ja, wenn man überlegt, dass zum Beispiel die Caro ja komplett unsere Webseiten, alles was mit Facebook, sie ist ja gelernte Mediengestalterin, vom Pressetext bis, das kommt ja bei uns nicht irgendwie von einer Plattenfirma, das machen wir alles. Bei uns ist so ein richtiger, so eine Kreativzelle, wo jeder seine Aufgabe hat und das ist einfach schön. Ja, wir entwickeln, wir unsere Videos, wir haben jetzt gerade ein Video gedreht, wo wir von vornherein, das machen wir so und so und so. Klar. Das ist alles, das sind wir. Das kommt nicht irgendwie jemand und nein, wir machen das. Ja, das sind so Gespräche im Auto, wo man dann halt wirklich Brainstorming macht und sagt, so, was wollen wir machen? Mhm. Also ich denke auch, dass es mittlerweile ohne diese Eigeninitiative auch nicht mehr geht. Also ich denke, man kann sich nicht mehr hinstellen und sagen, naja, ich kann halt toll singen. Mach mal für mich. Ja. So, man kann nicht warten, bis jemand an die Tür klopft und sagt, ich mach dich jetzt zum Star. Ist nicht mehr, weil das ganze Musikgeschäft sich auch dahingehend verändert hat, dass eben irgendwo Eigeninitiative gefordert ist. Und das finde ich richtig toll, dass wir das jetzt so zusammen Also da entsteht was im Auto und dann sagen, ja, wir brauchen die Klamotten und dann wird geguckt, dann wird und teilweise sogar selber genäht. Wenn es nicht zu kriegen ist, dann wird es selber genäht. Wow. Also das sind einfach so Sachen, das hat es bei Wind so nie gegeben. Das ist jetzt alles Also da. Das ist irgendwo... wir sind uns sogar outfit-technisch total einig. Das war so klasse. Ich komme den ersten Tag zum Proben ins Studio. So Choreo-Proben und besprechen, was ziehen wir an auf der Tour. Da war noch nichts gelaufen auf der Bühne. Und da kommt sie rein und sagt, ich habe mal was gekauft. Leg die Sachen ein, ich sage, geil, die Hose habe ich auch. Einfach so, weißt du, das war so. Ich meine, heute ist es ja auch wieder. Ja, das ist sehr ähnlich. Und alle mit schwarzer Lederjacke und. Ja, ich bin echt. Das drauf. Stimmt einfach halt irgendwie. Und das Beste ist, ich muss nicht einkaufen. Nee. Die bringen mir immer was mit. Ich hasse Einkaufen. Die entscheiden und ich bin zufrieden, weißt du? Ich bin ehrlich zufrieden. Ein zufriedener Mann. Ja. Unfassbar. Gibt's das? Oder? Das ist unfassbar. Ich finde das total toll. Könnt ihr mir dieses Geheimnis vielleicht verraten? Ja. Du darfst nicht zu fraulich denken. Du musst ein bisschen... Tue ich ja nicht. Ja? Also dann geht das. Naja dann. Also gut. Oder du schickst mir mit dem Handy kurz ein Foto rüber, gefällt das dir das? Das hört sich ehrlich alles ein bisschen so, ja, klar, das ist echt so. Aber das ist ja toll. Ja, und damit habe ich natürlich vor 4 Monaten gar nicht mit gerechnet, dass dann sowas nochmal passiert. Also muss man ehrlich sagen, du hattest da definitiv mit abgeschlossen. In dem Moment, wo das, also ist so, weil ich meine, die Gruppe hat eine Geschichte, eine lange Geschichte, hat viele Höhen und Tiefen immer gehabt. Aber ja, irgendwo finde ich es echt toll, dass
ja, dass es so eine Entwicklung immer wieder gegeben hat. Mhm. Weil man kann das nicht. Also früher waren es ja auch mal 5 Personen, 6 Personen, ich weiß nicht, zu Spitzenzeiten 6. War 6, dann waren lange 4. Ganz ehrlich, wie soll man das machen? Wie soll man diese Leute bei Laune halten? Mhm. Wie soll man, ist immer nur ein gewisser Lebensabschnitt. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn heute einer, ich meine, kommen ja so manchmal, ja, ihr mit eurer Veränderung und weiß der Teufel, überleg mal, ich würde die Gruppe, die erste Gruppe auf die Bühne stellen. Wir würden ja sagen, was ist das denn? Das will doch, tut mir leid, ich meine, nichts gegen alle, aber die sind alle auch älter geworden. Ja, und die Interessen verändern sich auch. Also ich sag mal, die Leute, die richtig ihr Leben lang, also die ein Leben auf der Bühne, für die Bühne, die Leute gibt es halt selten. Die gibt's, so wie dich. Die gibt's, ja, klar. Weil, im Endeffekt würde man dir die Bühne wegnehmen, wird dir auch richtig irgendwie ein großer Teil im Leben dann fehlen, denke ich. Dann bist du krank. Bist du dann. Ja. Ich muss unterwegs sein. Ich hab nie dieses Bedürfnis gehabt, Haus und diese Familie Sachen. Und Familie, das hatte ich nie. Weil für mich war immer nur eins, Musik zu machen, ja, Bühne. Das ist auch Wahnsinn. Er steigt ins Auto ein und wenn noch ein bisschen gutes Wetter ist, Sonnenbrille, boah, geil. So, ja, dann endlich wieder losfahren. Dann bin ich zu Hause. Ja, ist für mich zu Hause ein Hotel, weißt du, solche Sachen, das finde ich einfach toll. Aber wie war das dann für dich, als du gemerkt hast, es geht jetzt mit Wind so ein bisschen, die Luft geht raus? Dir wurde ja somit die Leidenschaft genommen. Das Schlimme ist, dass ich das erste gar nicht so gemerkt habe, weil man sich ja auch immer ein bisschen selber was vormacht. Mhm. Das ist einfach so. Ja? Man macht ja immer weiter. Man ist froh, dass man dann noch unterwegs ist und. Ja. Aber man merkt schon, wenn man dann wieder zurück ist und sagt, die Zeiten oder die Momente, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Spaß mehr, so nicht. Die wohnen dann schon. Okay. Aber dann sucht man sich ein anderes Betätigungsfeld. Ich hab dann war ja dann die Idee, was Neues zu machen. Ja? Die war ja sofort eigentlich da, weil wäre schade gewesen, wenn man auch genau, so ich wollte eigentlich, eine Gruppe Wind, also auch eine gemischte Gruppe, nur eben jung, dynamisch, aber genau durch diesen ganzen Erfahrungsschatz, den man hat, hatte ich eine genaue Vorstellung, wie diese Gruppe aussehen sollte. Und darum haben wir dieses Casting gemacht, um einfach mal so eine Gruppe neu aufzubauen. Ja, und aus diesem Casting entstand dann quasi Lena. Und dann sollte wohl nicht so sein. Und hat der liebe Gott gesagt, nee, du machst das weiter. Das ist deine Bestimmung, mach. Also habt ihr ihn schon mal beobachtet beim Erzählen? Er ist so im zweiten Frühlingswind. Das ist ja das Beste, dass man mir dann schon wieder den Jugendwahn vorwirft. Ja, das ist das Allerbeste. Ja? Das haben auch viele gesagt, die ihn dann auf der Bühne in der Konstellation gesehen haben und gesagt, was ist denn mit Wind passiert? Wie krass ist das denn? Das ist geil, das ist richtig klasse. Das ist ein neuer Wind, ne? Ja, das ist richtig, weil auf einmal, wir hatten ja, wenn man sich versteht, ist das natürlich eine Harmonie irgendwo und da ist natürlich auch riesig viel Spaß dabei. Klar, unter Musikern, das weiß jeder. Eben, ja. Da geht richtig Spaß ab, auch Backstage, ne? Und das ist einfach die Ausstrahlung, die dann auch übertragen wird. Und die Leute sagen dann einfach, wow, was ist da passiert? Die wissen nicht, was ist passiert, aber die sehen, was das ist. Das merkst du Spaß. Doch. Wir waren ja mit Toni Marshall. Toni ist 75 geworden. Ich meine, aber das ist echt wie ein Daddy, ne? Ja. Also wie der auch mit... hat die Beine adoptiert direkt, ne? Ja, wobei, dich hat er adoptiert und ich bin Tochter aus erster Ehe. Das hat er nämlich gestern haben wir ihn auch getroffen bei der Fernsehaufzeichnung. Da hat er mich ernsthaft so vorgestellt. Und die Dame, der er das erzählt hat, ja, stimmt das wirklich? Das war so geil. Ach, also, ja. Und sie sagte auch noch, ja. Ich sag, ja, klar. Deswegen, das ist so ein bisschen der Running Gag. Ja, ist toll. Das ist auch wir waren ja mit Gabi Baginski unterwegs und sie sagte auch, ich habe noch nie so viel Spaß Backstage gehabt. Ja, war ein bisschen, also Lena hat schon den Laden da aufgemischt. War cool. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das macht natürlich auch dieses ganze, du musst nicht, klar willst du gut auf der Bühne sein, aber du musst nicht mehr so kämpfen. Du musst nicht um jeden kämpfen. Ja, die da unten sitzen, die kommen ja auch teilweise für Wind. Jetzt kommen noch mehr. Das merken sie jetzt. Was riesig einfach auf einmal war. Du bist auf die Bühne gegangen und hast gedacht, ja, du hast halt irgendwo immer diese Geschichte im Hintergrund, ne? Und ich meine, irgendwo finde ich das auch toll, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, weil klar wird man auch des Öfteren belächelt, wo man sagt, ja, warum führt ihr das so lange weiter? Was hat man davon?
Aber ganz ehrlich, ich finde es echt geil, dass man irgendwo so eine Geschichte, so musikalische Werdegang. Meisterwerke auch irgendwo, die es zu ihrer Zeit waren. Also ein Titel wie Lass die Sonne in dein Herz, ein Titel wie Für alle, die zu der damaligen Zeit, sind halt irgendwo Evergreens geworden. Ja. Und ich finde es irgendwo cool, dass man die halt weiter in die Welt tragen kann, dass man das so im Gepäck hat. Und das wird ja immer wieder verändert. Aufbaut. Ja. Und ja, aber jetzt haben einige mit Sicherheit die Frage von den Zuschauern, bleibt ihr diesem Stil von Wien treu? Ja. Irgendwie, ja. Ja, klar. Also es wird frischer, es wird ein frischer Wind. Ja. Aber ihr bleibt treu. Ja, es bleibt auf alle Fälle. Ich versuche immer diesen Windsound auch bei. Manchmal verliert man den auch ein bisschen. Aber ich glaube jetzt gerade mit diesem neuen Song, den werden wir auch gleich mal exklusiv, also ehrlich, nur für euch hier bei VR. Und der wird auch nur einmal gespielt und dann erst, wenn er veröffentlicht wird. Aber nur mal kurz reinhören. Dass man mal diesen Sound, der ist schon so viel Wind, wie in dem Sound war, schon lange nicht mehr da drin. Okay, ja? Aber wenn man den irgendwem vorspielt, der sagt dann, das ist Wind. Ja. Ja. Das muss er nicht mehr wissen, das ist Wind. Das ist ein so absoluter total Windsound. Egal im Endeffekt wer, ja. Aber ne, das klingt halt so, wie die Leute sich das vorstellen. Also ich sag mal, man hat die Fans, die Hörer, die haben ja irgendwo eine gewisse Vorstellung, so und so stelle ich mir Wind vor. Mhm. Und genau das haben wir, also in dem Moment, mit diesem Titel, haben wir es auf jeden Fall wieder voll erfüllt. Mal klappt, also in der Vergangenheit sind natürlich auch Produktionen gewesen, wo man mal experimentiert hat und mal dies und mal das. Aber ich denke, so wie wir jetzt sind, kriegen wir es auf jeden Fall auch noch weiter. Und auf diesem Song hört man einfach wieder diese Freude. Ja. Das ist nicht so irgendwie mal gemacht und kommen, wir müssen wieder was machen, sondern alleine diese... Der hat richtig Bock. Ehrlich, das war halt, Caro hat den Text geschrieben, der ist ehrlich gut und wenn wir jetzt so weitermachen, gibt das auch ehrlich ein tolles Album. Ne? Aber wir werden uns da auch nicht unter Druck setzen lassen. Nein, um das wird ehrlich Schritt für Schritt, wir werden jetzt immer zwischendurch wieder neu arbeiten, dann wird wieder auch wieder was weggeschmissen. Ja. Ich habe richtig Bock und ich freue mich da so richtig drauf. Und wir freuen uns auch und die Fans, die sagen, okay, Wind kommt wieder, der Wind frischt auf. Hahaha, was für ein Wortspiel. Ja. Normalerweise haben wir immer unser kleines Phrasenschwein dabei, das ist so ein kleines grünes Schweinchen. Oh, oh. Und immer wenn jemand so ein... Ja, und der Chris zum Beispiel, den kennst du ja auch, der ist ja auch bekannt für sowas. Der ist ja ganz großartig. Und theoretisch hättest du jetzt was reinschmeißen müssen. Der macht uns reich. Dieser Mensch macht uns reich, ja. Weil der nur Phrasen und der also muss immer... Also Wind bei Wind wird jetzt zum Beispiel 5 Euro kosten, Gott, weil der schon... Das ist okay. Also ich hatte ja schon einige... Stürmische Zeiten, ganz schlimm. Und locker 7,50 Euro mindestens. Preisliste kommt voll. Ja, Gott sei Dank ist das Schweinchen heute nicht da. Ja, ihr dürft auch nicht mitzählen, wenn ihr es euch nochmal anschaut. Nein. Ihr dürft auch keine Kommentare schreiben, wie viel ich heute zahlen müsste. Nächstes Mal gebe ich ein Bier aus, wenn er da sein. Echt? Gut, ja, das ist okay. Gut. Kein Bayerisch ist ein Stuttgarter Ticker. Oder ein Wein, oder? Sag mal, ist da eine Gitarre dahinter? Funktioniert die, oder? Die funktioniert, die ist frisch gestimmt. Alfred hat sie vorhin extra magst du haben? Möchtest du? Ja, möchte mal geben. Wir waren schon mal bei V. Vielleicht fällt ihm jetzt direkt noch ein neuer Song ein. Ah. Gib dem Mann eine Gitarre und er komponiert. Ey, die sieht ja fast neu aus. Ist die geputzt? Geputzt? No. Wer hat die gestimmt? Ich nicht, ich kenne mich da nicht aus. Chef schreit ganz laut hier. Oh. Also, ihr macht jetzt mal hier, ne? Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Bei euch bedanke ich mich, dass ihr da wart. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vor allem dir. Danke. Dass du noch lange bei Wind bleibst. Auf jeden Fall. Dass ihr die Konstellation behaltet. Den Spaß behaltet, aber ich glaube, das passt schon. Ich freue mich aufs nächste Interview und vielleicht mal auf ein Konzert. Ja, oh, aufs klar. Album auf jeden Fall. Wir bedanken uns. Bei dann gib dir mal eine Gitarre. Wir bedanken uns bei VAR. Und wir wünschen euch viel Erfolg. Bis dann sagen wir, das sind Lena, Caro, Andreas. Tschüss.